Mit einem deutlich dezimierten Kader ging es für die Bundesliga-Handballer von Frisch auf Göppingen einen Tag vor Heiligabend auswärts in Berlin aufs Feld. In der mit 9000 Zuschauern ausverkauften Max-Schmeling-Halle konnten die in Weiß spielenden Göppinger den Füchsen aus Berlin trotz des Ausfalls von 5 Stammkräften lange Zeit Paroli bieten und sogar mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause gehen. Allen voran Jonas Schoch setzte sich im Angriff immer wieder erfolgreich durch und gehörte am Ende des Tages zusammen mit Felix Lobedank und Marcel Schiller zu den Top-Torschützen. In Durchgang 2 mussten die Göppinger dann jedoch dem Verletzungspech Tribut zollen. Vor allem in den letzten 10 Minuten fehlten den Gästen sichtlich die Kräfte, um mit dem deutlich breiteren Kader der Füchse Berlin mithalten zu können. So unterlag Frisch auf trotz großem Kampf schlussendlich knapp mit 22-24. Ich denke, man hat schon gemerkt, dass hinten raus ein bisschen die Kraft ausgegangen ist. Dann haben wir die Abschlusschancen nicht mehr so klar gefunden. Wir haben dann Zeitspiel, sind 2-3 Mal ins Zeitspiel gekommen, mussten über Hasselt abschließen und das war dann ausschlaggebend. Ich denke, wir haben überragend gekämpft, haben mit den Leuten, die noch fit waren, und es waren nicht besonders viele, haben wir es ganz gut gemacht, aber es ist umso ärgerlicher, dass dann nichts dabei rausgesprungen ist. Viel Zeit zum Ärgern bleibt dem Team jetzt allerdings nicht, denn bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag empfängt Frisch auf zu Hause den SC Magdeburg. Das Weihnachtsfest fällt für die Mannschaft also dementsprechend kurz aus. So wirklich besinnlich geht es nicht zu. Morgen muss jeder individuell noch ein bisschen auslaufen. Der Rest vom Tag kann man dann allerdings mit der Familie verbringen. Am 25. ist dann schon wieder Training auf dem Programm und am 26. dann das Spiel. Also so wirklich ruhig wird es Weihnachten nicht, aber das gehört dazu. Und ich denke, am zweiten Weihnachtsfeiertag, das wird ein super Spiel vor einer vollen Halle und ich freue mich drauf. Ja. Das Spiel gegen den SC Magdeburg wird zeitgleich auch das Duell zwischen dem Tabellenvierten und dem Tabellenfünften. Zwar haben die Magdeburger zu viele Punkte Vorsprung, um sie durch einen Sieg am Freitag zu überholen. Allerdings könnte Frisch auf mit einem Sieg seinen Tabellenplatz sicher verteidigen und auf Platz 5 und somit deutlich besser als vor der Saison erwartet in die Winterpause gehen. Ich denke, es sind zwei Mannschaften, die sich gut kennen, die auch im Hinspiel schon gezeigt haben, dass es eng zugeht. Und ich wünsche den Zuschauern ein spannendes Spiel und uns natürlich dann einen guten Abschluss aus 2014. Das wäre perfekt. Für die Partie am zweiten Weihnachtsfeiertag sind bereits sämtliche Sitzplatzkarten vergriffen. Vermutlich werden bis zum Anpfiff auch die restlichen Stehplatzkarten ausverkauft sein. Entsprechende Informationen, ob noch Karten zur Verfügung stehen, gibt es ab Freitagmittag auf der Frisch auf Homepage. Für alle Daheimgebliebenen wird das Spiel gegen Magdeburg ab 17 Uhr auch live von Sport 1 übertragen.